So, hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von Jeske Scooter Performance. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es um die paar Plastik- und Aluminiumscheibe. Aber was damit auf sich hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann fangen wir mal an. Kurzer Videocheck, ob die Kamera überhaupt läuft. Ja. So, ich habe mal eine Nachricht bekommen, wie kann man einen Roller von 50 auf 25 km/h oder als Mofa umbauen. Ja, da gibt es verschiedene Methoden, ja, die man da anwenden kann. Die einfachste und billigste Methode ist einfach, man macht so ein Distanzstück rein. Ja, das kann aus Metall sein oder aus Kunststoff, wie in dem Fall. Ja, das sind jetzt die typische 50er Drossel. Das sind so Distanzscheibe für 50 km/h. Und wenn man jetzt auf Mofa umrüsten will, da gibt es noch so Zusatzscheibe. Ja, das ist dann so dünne hier. Ja, und die wird dann eben einfach mit dazu gesetzt, zu der 50er Drossel noch mit dazu gesetzt. Ja. So ist die 50er Drossel und die da drauf gesetzt, das ergibt dann eine Mofa Drossel. Ja. Man sieht auch ganz deutlich, die ist schon dicker jetzt. Ja, wenn ich nur die Drossel, die 50er Drossel drin habe, ist sie schon ein bisschen dünner. Wenn ich jetzt noch eine Mofa Satz dazu mache, ist es schon deutlich dicker. Ja. Da wird er einfach dann die Variomatik begrenzt. Ja. Das nennt man dann mechanische Drossel. Ja, dass er einfach mechanisch über die Variomatik gedrosselt wird und somit auch die Leistung von 25 km/h nicht mehr übersteigt. Ja. Aber in den meisten Fällen läuft er dann trotzdem immer noch so 30, 35. Ja, aber das liegt immer noch alles in der Toleranz, ja, von der Polizei. Zudem gibt es noch so Vergaseranschlag für Mofa-Drossel-Umbau. Der sieht dann so aus. Das ist schon einfach nur so eine Hülse. Ja, das ist der sogenannte Vergaseranschlag. Ja, der kommt einfach mit in den Vergaser rein. Dass man, und das ist dann, hat dann der Zweck, dass man eben immer Vollgas geben kann. Ja, also nur noch so Halbgas geben kann. Ja. Und das ist dann zum Schutz auch vom Motor gemacht, dass man den Motor einfach nicht mehr überdrehen kann. Ja. Und daher auch so Vergaseranschlag, dass man eben statt Vollgas nur noch so Halbgas geben kann. Oder weniger wie Halbgas. Ja. Und dann gibt es eben noch von RMS solche Anschläge, wo dann eben ein bisschen kleiner sind, dass man eben ein bisschen mehr geben kann wie nur Halbgas. Ja. Das sieht dann so aus. Ja, also das ist jetzt der Originalvergaseranschlag und das ist der RMS-Anschlag. Ja. So. Und das unterscheidet sich schon in der Höhe. Ja. Dass man eben ein bisschen mehr Gas geben kann, dass man auch ein bisschen Drehzahl bekommt. Dass man auch mal den Berg hochfahren kann. Ja? Ohne dass man gleich schieben muss. Aber die mechanische Drossel tut dem Motor nichts Gutes. Ja? Ihr macht euch den Motor damit kaputt, ist klar. Ihr müsst euch vorstellen, dass der Motor in der Leistung begrenzt wird. Insofern könnt ihr euch das vorstellen, wie wenn ihr mit dem Auto permanent im ersten Gang und Vollgas fährt. Ja? Der Motor macht das nicht lang mit, ja? Weil er ständig am Hochdrehen ist. Der überhitzt sehr schnell bei wassergekühlten Motoren. Bei wassergekühlten Rollermotoren ist es ja noch schlimmer. Ja? Da fahrt ihr nicht schnell mit 25 oder 30 km/h. Somit hat er auch keinen Fahrtwind. Richtig, ja.
Und somit kann das Wasser auch nicht richtig temperieren und auch nicht richtig runterkühlen. Ja, und dann stellt euch mal vor, ihr fahrt mit 40 Grad im Schatten im Sommer durch die Gegend mit so einem Mofa-Drossel drin und der dreht permanent bis 30 km/h hoch. Ja, und ihr habt keinen richtigen Fahrtwind, nur wenn Fahrtwind, dann nur heiße Fahrtwind, ja, bei 30, 40 Grad im Schatten im Hochsommer. Ja. So, dann gibt es noch die elektronische Variante zur Drossel. Die ist ein bisschen angenehmer für den Motor, weil er eben auf die mechanische Drosselung verzichtet. Ja, da wird einfach dann nur ein CDI eingebaut, wo dann bis 25 km/h oder 30 km/h ungefähr geht. Das ist dann Drehzahl bedingt. Ja, da die Drossel, die 25er CDI, die ist schon so programmiert auf die Drehzahl, dass dann bis zur gewissen Drehzahl läuft. Und wenn die Drehzahl ungefähr, das wird dann berechnet vom Werk und so alles, und dann fahrt ihr 30 km/h und die CDI merkt dann anhand von der Drehzahl, vom Drehzahlbereich, okay, die Geschwindigkeit ist jetzt erreicht. Und dann nehme ich einfach den Funke weg, den Zündfunke. Ja. Somit entsteht auch keine Explosion und somit läuft der Roller auch nicht schneller. Ja. Und so ist es dann drehzahlbedingt programmiert, ja, mit so einer Mofa-Drossel. Ja. So, da könnt ihr euch vorstellen, ihr fahrt an, ganz normal. Und irgendwann dreht er dann bei 30 km/h, weiß ich was, 7000 Umdrehungen. Und bei 7000 Umdrehungen ist die CDI dann eingestellt, dass er bei 7000 Umdrehungen dann urplötzlich kein Funke mehr gibt. Ja? Und somit drosselt sich dann wieder die Leistung, weil ja keine Explosion stattfindet, weil die CDI ja nicht mehr zündet. Ja? Und ihr merkt es zwar beim Fahren nicht, aber das geht in Bruchteil von Sekunde. Ja? Und das ist jetzt nicht so, ihr fahrt, dann dreht er hoch und dann plötzlich. Ja, das ist nicht, ja. So, das geht in Bruchteil von Sekunde. Ja. Wenn er der Zündfunke wegnimmt, euer Roller bremst es ja wieder gleich ab. Ja, und dann ist ja die Distanz zwischen Höchstdrehzahl und untere Drehzahlbereich wieder leer, ja, und dazwischen drin zündet er dann wieder, ja. Also es geht so schnell, dass ihr das beim Fahrer eigentlich nicht merkt. Ja. So, ja, das war so die Methode. Aber beide Methoden tun dem Motor auch nicht so gut. Am besten ist, wenn man einfach den Motor komplett entdrosselt und laufen lässt, wie er laufen will. Ja, so lebt so ein Motor am besten und hält auch am längsten. Ja. Aber das heißt jetzt halt nicht, dass ihr alle, ja, ihr habt da bei Jeske Scooter Performance gesehen im YouTube, ah, die Drossel, die sind scheiße und bla, ich hole die raus. Der hat gesagt, das ist dann besser und so. Ja. Soll jetzt keine Aufforderung sein, dass ihr alle eure Roller entdrosselt. Ja. Aber im Großen und Ganzen tun die Drossel im Motor nichts Gutes. Ja. Die mechanische ist sowieso nicht. Ja. Weil der Roller dreht sich natürlich irgendwann tot. Ja. Und die elektronische Drossel ist ein bisschen sanfter. Aber auf Dauer ist es halt für den Motor auch nichts Gutes. Ja. Und dann würde ich sagen, das war's schon wieder von mir. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Andy.